Die Zwickauer Kunstsammlungen zeigen ab dem 9. Juli den Traum vom Paradies. Unter diesem Titel wird die Reise von Max und Lotte Pechstein in die Südsee dargestellt. Neben vielen Texten geben zahlreiche Bilder Pechsteins einen Einblick in die Zeit ab Mai 1914. Zu sehen ist aber auch ein schwergewichtiges Exponat, das seinerzeit den Ausschlag gab, dass sich der berühmte Expressionist überhaupt auf die Reise nach Palau im Pazifik begab. Dieser geschnitzte und bemalte Balken war es, der den jungen Max Pechstein künstlerisch prägte und von dem er selbst sagte, dass dieses Kunstwerk in ihm den Wunsch geweckt hat, Palau irgendwann im Leben einmal selbst zu bereisen. Für ihn stellte die Insel im Pazifik das Paradies dar. Der verzierte Balken stammt aus einem Männerclubhaus in Palau und kam bereits 20 Jahre vor der Geburt Pechsteins nach Deutschland. Und in etwa zur Zeit, als er das Licht der Welt erblickte, gelangte der Balken nach Sachsen. Der Balken wurde 1862 von dem Würzburger Zoologen Karl Semper nach Deutschland gebracht. Dieser Naturforscher brachte außerdem noch über 90 andere Objekte aus Palau dann nach Hause und verkaufte sie 1880/81 dem Dresdner Völkerkundemuseum, sodass sich seitdem der Grundstock der Palau-Sammlung in Dresden aus dieser Sammlung Semper zusammensetzt. Der junge Max Pechstein muss von dem Balken wie elektrisiert gewesen sein. Als Mitglied der Künstlergruppe Brücke war er ohnehin von afrikanischer und ozeanischer Kunst fasziniert, von deren einfacher und reduzierter Formensprache. Und dann lag das hölzerne Kunstwerk vor ihm und ließ seine Fantasie und Kreativität aufblühen. Er sah das Kunstwerk und hatte augenblicklich den inneren Drang, selbst in die Südsee zu reisen. Als junger Student in Dresden sah er den Balken schon das erste Mal in diesen hohen Glasvitrinen im Dresdner Zwinger. 1910 mit seinen Brücke-Kollegen Kirchner und Heckel geht er dann erneut dorthin und studiert den Balken. Das kann man dann auch in der Kunst des Jahres beobachten, dass da diese figürliche Abstraktion übernommen wird von ihm. Und 1914 ergibt sich dann die Gelegenheit, an den Ort zu reisen, wo diese ganz besondere Kultur der Versammlungshäuser noch besteht. Wer weiß, wie lange noch. Das war damals Pechstein schon klar, dass das eine im Untergang befindliche Kultur war, sodass er also letztendlich nicht zuletzt aufgrund des Balkens in die Südsee reist. Ein Kunstwerk, das sehr eindrucksvoll zeigt, wie Pechstein von der ozeanischen Kunst beeinflusst wurde, können die Besucher der Sonderausstellung auch betrachten. Beim genaueren Hinsehen erkennt man, welche Stilmittel Pechstein von den Palauer Künstlern übernommen und in seine Bildersprache übernommen hat. Ein großes Glück, dieses Werk nun zeigen zu können, denn lange Zeit war es verschollen. Wir zeigen hier in der Ausstellung eben auch unter anderem dieses eine Bild, was über Jahrzehnte lang nur als verschollen registriert war, im Archiv der Familie des Nachlasses Pechsteins, der Max-Pechstein-Urheberrechtsgemeinschaft. Das kommt bei Pechstein-Gemälden natürlich immer wieder vor. Also wir müssen davon ausgehen, dass das Oeuvre seiner Ölgemälde, das dokumentiert ungefähr 1250 Werke umfasst, in Wirklichkeit viel, viel größer war. Da sind viele Kriegsverluste dabei und bei diesem Gemälde gingen wir eben davon aus, dass das im Zweiten Weltkrieg auch zerstört worden war. Und dann freut man sich natürlich ganz besonders, wenn es dann doch wieder auftaucht in Privatsammlungen, wie das manchmal der Fall ist. Und in diesem Fall ist es besonders schön, dass wir eben ein Schwarz-Weiß-Foto aus den 20er Jahren schon besaßen. An dieser Ausstellung sieht man auch, wie hochspannend der Beruf eines Kunsthistorikers sein kann. Manchmal gleicht die Arbeit der eines Detektivs. Man denke nur an die berüchtigten Dachbodenfunde. Da entdeckt jemand in der verstaubten hintersten Ecke ein Gemälde und fragt sich, habe ich da jetzt ein millionenteures Kunstwerk auf meinem Dachboden stehen?
So war es auch im Falle dieses Bildes. Das war ein privater Eigentümer, bei dem das aufgetaucht war. Und inzwischen durchs Internet sind natürlich Informationen viel leichter zugänglich, sodass dann dieser Eigentümer über einen Galeristen auf die Website der Max-Pechstein-Urheberrechtsgemeinschaft auch stieß, mit dem Verweis auf das bereits veröffentlichte Werkverzeichnis und mich dann per E-Mail kontaktierte. Das ist so der klassische Weg, was jetzt natürlich übers Internet viel leichter geworden ist, aber dann natürlich auch den Nachteil hat, dass wir unheimlich viele Anfragen bekommen zu Werken, die mit Pechstein wirklich gar nichts zu tun haben, und vor allem auch viele Fälschungsanfragen, die wir dann immer gerne gleich ans Berliner LKA weiterleiten. Die haben nämlich eine ganz besondere Abteilung für Kunstdelikte dort und führen auch eine Datenbank, sodass dann auch diese Werke dort verzeichnet werden. Die neue Sonderausstellung wird am 9. Juli eröffnet und ist an diesem Tag auch im Rahmen der Zwickauer Museumsnacht zu sehen. Der Traum vom Paradies kann bis Anfang Oktober besichtigt werden.